Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, Kapitel 2, Mission 4 wartet auf uns und zwar ist das Graviton. Und Graviton prügeln wir weg, wir müssen Black Panther mitnehmen an der Stelle. Er ist bloß Level 21, der uns vorgeschlagen wird. Wir nehmen aber dann doch lieber den von Edwin Jarvis, denn ich glaube, ein anderer ist auch hier nicht mit dabei. Wir haben zwar einen eigenen Black Panther, der ist aber noch schwächer. Deswegen werden wir jetzt einfach mal den von Edwin Jarvis mitnehmen, so. Außerdem brauchen wir, ne, wir haben ja einen Infiltrator hier, der gut ist gegen die Taktiker. Dann brauchen wir selber einen Taktiker, der gut ist gegen ihn und das ist dann Agent 13. Und wir nehmen erst einmal Cap mit, nein, wir nehmen Infiltrator mit. Obwohl, wisst ihr was, wir nehmen erstmal Cap mit und tauschen ihn später gegebenenfalls aus. Also, los geht's! Der Gegner hat eh bloß 2 Sterne, also sollte jetzt nicht so mega stark sein. Cap sollte in der Lage sein, seinen Angriffen zu widerstehen. So, dann wollen wir mal. Wir beschützen Black Panther. Und außerdem greifen wir mal an, und zwar auf A. Sehr gut, A blutet. Und dann verpassen wir B gleich mal überladene Pistole. B kann sich verabschieden, das ist super klasse. Kostenloser Angriff. Ich würde sagen, wir beschützen sogar eher sie hier. Denn dadurch kriegt sie nur halben Schaden. Und ihm geben wir nachher ein Schild. Aber erst einmal machen wir Cloudschlag. So, also, ne, sie ist beschützt, das ist gut. Dann greifen wir mal an mit Schildzertrümmerer auf A, B oder C, ist eigentlich egal. Wir greifen mal B an. Sehr gut. Und dann greifen wir nochmal B an, holen uns einen Klassenbonus ab. B blutet sogar, das heißt, wir können es von B wahrscheinlich sehr schnell verabschieden. Jetzt attackieren wir A. Sehr schön, sind noch einmal dran und verpassen dann ein Schutzschild und zwar Black Panther, damit Black Panther auch jeden Angriff kontert. Kostenloser Angriff, sehr schön. Ja, ihr seht es hier, einmal macht er mit. So, dann lecken wir den Gegner ab, selbst wenn er uns angreifen kann. War es das für ihn, aber vorher machen wir Bombenabwurf. So, ihr seht es, wir haben hier schon ein tolles Team mit toller Synergie. Machen wir noch einen Bombenabwurf auf B, um den Schaden schnellstmöglich voll zu bekommen. Und dann machen wir Black Panther unsichtbar, der sogar davon profitiert, wenn er unsichtbar ist. Und greifen mal Idi an. Mit umlaufender Zorn. Also diese beiden hier, ne, Agent 13 und Cap, haben wirklich eine super Synergie. Sind ein super klasse Team. Ich greife mal an und zwar C. So. Macht nicht so viel Schaden, geht uns aber durcheinander, das ist sehr gut. Und dann verpasse ich ihm hier mal Panthertritt. Sehr gut, den haben wir weggeprügelt. Und es ist ganz egal, wen die Gegner angreifen, sie kriegen immer irgendwelche Konter ab. So ist gut. Und dann machen wir noch mal überladene Pistole. Zack! Der Schaden, den sie bekommt, wird ja geteilt mit Cap. Die Invasion der Aim-Insel endet hier. Oh, hey, T'Challa, gut, dass du hier bist. Bla, 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 das kennen wir schon. So, wir wissen ja, dass er hier ist. Beschützen wir doch mal sie. Und dann werden wir Black Panther unsichtbar machen. Damit er nämlich stärker wird. Er schützt sich selbst mit einem verbesserten Schild. Wir lenken ihn ab. Was anderes können wir gerade eh nicht machen. Außerdem kriegt er tollenweise Konter, wenn er dann angreift. Und dann verpassen wir mal Schildzertrümmerer. So, ich möchte nämlich, ihr wisst ja noch, ne, Cap, hier, geben wir doch mal den Schild. Oh, sehr, sehr viel Gegenangriffe gibt es jetzt hier. So, dann wollen wir mal Panther tritt. In sein Gesicht, hat nicht viel Schaden gemacht. Ich möchte ja, dass Cap die Möglichkeit kriegt, Schaden zu machen, ne, wisst ihr noch? So, dann geben wir mal... Nein, wir greifen an mit
Überladene Pistole. Bam. Sehr schön. Das war unser freier Zug. Und jetzt geben wir ihm mal einen schönen Kick ins Gesicht. So, natürlich soll er weiter abgelenkt bleiben. Das ist gut so. Machen wir mal Clownschlag. Macht nicht viel Schaden, aber Gegner blutet. Das ist sehr schön. Und jetzt benutzen wir unseren unbewaffneten Zorn. Und dann machen wir uns selbst mal unsichtbar. Sehr schön. Jetzt gibt es wieder Konterangriffe von allen Seiten. Und jetzt müssen wir leider unsichtbar bleiben. Ich möchte ihr gerne, also ach so, geht ja gar nicht. Ich möchte gerne ihr noch ein Heil, noch mal die Heilung geben. Das muss ich mal probieren. Aber erstmal machen wir einen Bombenabwurf. So, perfekt. Wieder ein paar rote Energiezellen. Das ist super klasse. Dann drehen wir mal am Rad und schauen mal, was wir kriegen. Am liebsten sind wir... Ja, das ist okay. Ne? Fertigkeitspunkte sind immer gut. Okay, ich gib's zu, bla bla bla, das wissen wir schon. So. Also, in der nächsten Episode werden wir uns, in Kapitel 2 natürlich, hierhin begeben. Das E aus A, Mission 5. Da ist dann der Scientist Supreme. Wir sollten auch wieder ein Level steigen. Das machen wir auch jetzt gleich mal. Wir bereiten uns mal vor auf die nächste Mission. Das machen wir jetzt gleich onscreen, damit wir nächste Episode gleich losstarten können, ohne uns großartig vorzubereiten. Ich möchte nämlich der guten Agent 13 ein Heal geben, also eine Heilung. So, wir machen mal das hier weg. So, sie ist jetzt komplett Supporter, ne? Also das heißt, sie kann heilen, hat 4 Züge Abklingzeit. Sie kann Schutz machen mit Beistand, hat 4 Züge Abklingzeit. Und sie hat einen Angriff, nämlich überladene Pistole. Und außerdem hat sie ja die angeborene Fähigkeit, ne? 20% Erkenntnis, wenn einer unter 50% Gesundheit gerät. Und auch noch das hier. Das heißt also, sie baut letztendlich darauf auf, Leute zu heilen und Beistand zu geben, die dann wiederum die Angriffe machen. So, in Kombination mit Cap stelle ich mir das sehr, sehr effektiv vor. Ich lasse es erst einmal so. Und dann gehen wir mal in den Laden. Und machen mal hier ein paar Energiezellen auf. Caps Fähigkeiten, muss ich sagen, gefallen mir auch sehr gut. Cap kann sich also notfalls selbst heilen. Er muss nicht von Agent 13 geheilt werden. Das heißt, Agent 13 heilt entweder sich selbst oder eben den Teampartner, der mit dabei ist. Und der Teampartner, der wird dann unter Schutz gesetzt. Ne? Der Agent 13 kriegt Beistand, also kriegt Schutz von Cap. Und Agent, oh, eine neue Fähigkeit. Und Agent 13 gibt dann dem anderen ein Schild. Ne? Wer auch immer das dann ist, dem Hauptangreifer. Das könnte zum Beispiel Bucky sein oder so. Das wäre auch eine Idee für ein PvP-Team letztendlich. Gucken wir uns mal ganz kurz die Fähigkeit an von Vision. Und zwar von dem anderen Vision, vom Age of Ultron Vision, der hier. Der übrigens ziemlich cool ist. Den werde ich auch nochmal hochziehen, irgendwann mal einsetzen. Darauf könnt ihr euch auch schon mal freuen. Hier, eine neue Fähigkeit, die ist das nämlich. Unkörperliche Initialisierung. Macht heimlich und scharf schießen. Ziemlich cool, lädt ihn quasi auf. Er muss zwar eine Runde opfern, um heimlich zu werden und scharf schießen zu bekommen, aber dafür ist der nächste Angriff umso besser. Und die Chance, dass er attackiert wird, während er heimlich ist, ist ja auch wieder ein bisschen geringer, als wenn er eben nicht heimlich ist. So, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. In der nächsten Episode geht es weiter mit Nummer 5. Also vielen Dank und bis dann. Tschüss.